Hallo, heute mal ein Testvideo zu dem Thema Dynamo-Ladegerät. Ich habe mir mal ein Dynamo-Ladegerät gekauft fürs Handy über Amazon.de. September 2012 habe ich jetzt gerade mal nachgeschlagen, also so lange habe ich das Ganze schon. Gekostet hat es mal 6,90 Euro. Ich habe es gestern mal wieder irgendwo in der Kiste entdeckt und dachte, gut, okay, probierst du so ganz einfach mal aus. Also September 2012, es liegt also schon eine ganze Weile bei mir rum. Wir haben jetzt ja mittlerweile schon 2018. So, packen wir das Ganze mal aus. So. Okay, das ist das ganze Schmuckstück. Wir haben hier eine kleine Kurbel dran. Wir haben eine Kurbel dran, die man abklappen kann. Und einen USB-Steckplatz für USB-Kabel. Gut. Okay. So. Stecken wir das Ganze mal an. Seite. So, hier ist an. Okay, ich guck's mal. Okay. Ja, gut, nimmt noch auf das Ganze. Gut. Also das Ganze ist wohl dafür ausgelegt, Handys und Tablets und kleinere USB-Geräte eben einfach aufzuladen wie ein Dynamo. Probieren wir das Ganze mal aus. Ich habe jetzt momentan 60% Akkuleistung nur auf dem Telefon drauf. Also müssen wir gucken, was das Ganze bringt. So, wir probieren es mal. Auf meinem Handy kam jetzt eben gerade die Meldung, bitte stellen Sie sicher, dass das Ladekabel richtig befestigt ist, dass ob irgendwie das Dynamo-Ladegerät nicht gleichmäßig den Strom liefert. Also ich habe 60% drauf, die Kurbel würde ich mir jetzt vorstellen können, damit kann man nicht wirklich effektiv ein Handy aufladen. Die Kurbel ist sehr klein, das heißt also, ich weiß nicht wie doll oder wie lange ich kurbeln müsste, bis ich mal mit einem Handy hier telefonieren kann. Ich hatte das Ganze mal probiert an einem Handy-Kameralicht. Das Ganze funktioniert einfach, man steckt es an die Buchse vom Handy an, also an die Kopfhörerbuchse und kann damit wie eine kleine Videoleuchte betreiben. Da lädt man das Teil auf. Das heißt allerdings auch nur für ein paar Sekunden. Also ich weiß wirklich nicht, bei der Kurbel, wenn ich das jetzt hier drehe, wie lange ich hier kurbeln soll, bis man hier in irgendeiner Form eine passable Spannung für den Akku herkriegt. Generell bin ich von solchen Sachen begeistert. Ladegeräte, Dynamo, Akku, Dynamo-Lampen, Solarzellen, bin davon eigentlich ein richtiger Fan, aber ich glaube für 6,90 Euro ist das nicht wirklich empfehlenswert. Ich glaube, damit könnte er nicht wirklich im Notfall, wenn wirklich mal kein Strom ist, was aufladen, weil ich glaube eher entweder bricht euch hier irgendwann mal diese Kurbel weg oder das ganze Ding fetzt es innen drin irgendwann mal durch. Wenn die Kurbel jetzt größer wäre beispielsweise, gut, dann hätte man das ganz anders in der Hand, das heißt, dann könnte man das vielleicht viel besser aufladen, aber dazu müsste der ganze Griff hier erstmal größer sein. Gut, für ganze 6,90 Euro weiß ich nicht, was man da für erwarten kann. Ist bestimmt auch bloß wirklich so ein kleines Art, wie eine Art Gadget oder eben, wie gesagt,
wie ein Ladegerät, womit man mal schnell auf die Schnelle schnell aufladen kann. Und dann sollte man aber vielleicht wirklich damit an die richtige Steckdose. Ich glaube nicht, dass das wirklich tauglich ist, um ein Handy komplett aufzuladen oder ein Tablet. Eben gerade wegen dieser Meldung. Und ich habe jetzt relativ doll gekurbelt. Ich weiß nicht, wie viele Minuten man hier kurbeln muss, bis man mal 1% Ladeleistung auf dem ganzen Handy sieht. Ja, 6,90 €. Ich wollte es einfach mal testen. Ich habe es gestern mal gefunden wieder. Wie gesagt, generell bin ich davon von solchen Sachen überzeugt. Ich habe eine Menge anderer Kram, habe ich gefunden bei Amazon. Das heißt also, Ladegeräte, Dynamo-Ladegeräte mit Radio drinne oder Radios, wo du einfach kurbeln kannst, das finde ich schon viel besser. Oder eben auch solche Laternen wie zum Beispiel fürs Camping, womit man ein Handy dran aufladen kann. Sowas werde ich mir jetzt demnächst auch mal holen. Das finde ich ganz interessant. Aber das kleine Gerät hier ist ein bisschen, ja, kitschig gemacht. Okay, das wäre es dazu erstmal gewesen.